Der Filterkaffee kommt wieder, diese schrecklich deutsche Plörre ist auf einmal wieder hip. Vom VIP bis zum Studenten trinken sie schon in der Früh diese schrecklich dünne Brühe. Wenn der Hipster-Kellner spricht, Espresso haben wir nicht, dann fühlt sich das für sie so an, als wären sie ganz, ganz, ganz vorne dran.